schlechten Witz, aber wirklich gar nie. Hi ho und willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Ja, es ist bei mir. Ist Mittwoch? Letztes Mal habe ich, glaube ich, 3 Videos gemacht, ne? Oh, Schatz, ja, ich glaube, um den Mäuse bisschen. Ja gut, also willkommen zu meinem Mittwochs-Freitags-Weiß-der-Geier-Video. Ja, auf jeden Fall, ich wollte mal ein kleines Update geben zum Thema nagelneuem Kühlschrank. Ich mag ihn. Ja, und ich wollte euch vor allem mal so ein bisschen, wie das ist, wenn das, wenn die gewohnten Größen plötzlich sich verändern. Also, ich habe ja jetzt ungefähr 6 Monate Pi mal Daumen. Also wenn das Video rauskommt, müssten es echt 6 Monate sein. Weil das ist ja dann Ende September. Auf jeden Fall habe ich den Kühlschrank dann 6 Monate. Und ich finde, nach so fast halbem Jahr kann man auch schon mal so seine ersten Sachen so sagen dazu. Als ich ihn bekommen habe, hat er unglaublich laut gerauscht, aber das war eine Einstellungssache. Also nicht von mir, sondern vom Kühlschrank. Der Kühlschrank, der war einfach falsch eingestellt und hat deswegen ständig gerauscht. Ab du jetzt rattert er gerne noch, aber man gewöhnt sich an das Geräusch. Also ich gewöhne mich dran und ich finde den auch gar nicht laut oder so. Also ich mag ihn sehr gerne so vom Geräuschpegel. Sache, die ein bisschen mich immer wieder nervt, ist der Kühlschrank, wenn man die Tür aufmacht, teilweise hat der hat No Frost und da kommt dann irgendwie so ein Nebel runter und wenn man den einatmet, dann das ist keine gute Sache, das kann ich euch jetzt schon sagen. Ja, dann auf meinem Kühlschrank, also auf der Kühlseite habe ich die Tür, da habe ich eigentlich von Anfang an ein recht gutes System mir also gebastelt. Unten sind so Flaschen, die öfters gebraucht werden oder eben auch nicht so oft gebraucht werden, aber kühl gelagert werden müssen. Dann, also öfters im Sinne von, da ist im Moment mein Almdudler und auf der anderen Seite sind die Likör-Alkoholika, die ich nicht regelmäßig trinke, aber die ich halt habe. Und damit die da nicht vergammeln, stehen die da halt auf der Seite vom Kühlschrank und sind da halt im untersten Fach. Dann drüber kommt Milch, Ketchup, Tomaten, Paprika und so Zeug. Dann da drüber kommen Ei und meine braune Butter. Sehr gut zum Anbraten von Sachen. Dann da über im Fach da drüber. Oh mein Gott. Oh, puh. Hui. Ja. Was habe ich im Fach? Mama, kann ich mal ganz kurz ganz dreist sein? Könntest du mal kurz den Kühlschrank aufmachen und mir sagen, was in dem obersten Fach ist? Nee. Ja, der Kühlschrank. Oberstes Fach Kühlschrank. Praline und gammelige Pfannkuchen. Nicht kühl, in der Tür. Ach so. Das könnten Salatsoßen sein und ein Dip oder irgend sowas. Ah, ja, also da habe ich meine da ist ein Ingwer-Shot, Cottage Cream und noch irgendwas drin. Und noch die Eier. Oh! Heute war doch der Eierbauer da. Hast du mir Ei? Weiß ich. Cool. Möchtest du meine alten Eier? Nee. Okay, ich habe nur gefragt. Dann mache ich morgen schön Kuchen. Ich habe voll Bock auf Kuchen. Ja, auf jeden Fall ist das, auf jeden Fall, das ist dann so in der Tür drin. Dann im Fach, das ist bei mir, also eigentlich habe ich 2 Gemüsefächer. Ein großes und ein kleineres.
Aber weil ich eh fast kein Gemüse esse und bei mir im Gemüsefach meistens nur eine Zwiebel liegt, habe ich das kleinere von den beiden Gemüsefächern genutzt, um da Käse drin zu lagern, weil ich habe Käse ist mein Gemüse. So. Das geht, oder? Das gilt. Auf jeden Fall habe ich da dann zweierlei Käsesorten. Dann kommt mein Gemüsezeug. Also im Moment ist ein Salat drin, tatsächlich ausnahmsweise. Und nochmal ein Salat. Und dann verließen sie mich auch schon. Ich weiß es nicht mehr. Sorry. Tut mir wirklich leid. Dann in dem Fach über dem Käse sind so Milchprodukte. Also, was glaubst du, das glaubt mir jetzt echt keiner. Eigentlich, okay, eine Sekunde. Ich bin gleich wieder da. Bis gleich. Sekunde, Sekunde, Sekunde. So, also auf jeden Fall, ich habe jetzt Fotos gemacht. Ich habe Fotos gemacht, damit ich, ja. Also, das ist die Kühlschranktür. Jetzt machen wir es so. Wartet mal, ich muss ein bisschen ins Wie Licht. sieht es so genau aus? Weiß ich nicht. Ich erzähle es jetzt halt mal so genau. So, das ist jetzt die Kühlschranktür. Wie ihr seht, Spirituosen, Almdudler, Zeug. Da ist ein Weißwein, aber der ist zum Verkochen, also zählt nicht. Dann da Butter. Die habe ich voll vergessen, vorhin in der Aufzählung. Dann haben wir hier mein. Naja, mein gerade sehr leeres Eierfach. Was daran liegt, dass ich die Eier bei meiner Mutter im Kühlschrank noch lagere. Daneben sind so Krippknödel. Ja, da ist meine Vanillekipfelcreme. Das ist es. Dann die Butter und noch Marmelade. So, jetzt kommen wir mal, jetzt arbeiten wir uns beim Kühlschrank hoch. Also beim normalen Kühlfach. Also, ganz unten ist der Käse. Dann kommt Salat und im Moment Schokolade, damit die während dem Sommer nicht wegschmilzt. Dann habe ich hier darüber meine, naja, Käseartikel. Also so Käse, Aufschnitt, Käse, Ding und so weiter. Ja. Und dann kommt da drüber direkt dann Sahne und Schmand und Mascarpone. Dann nur, damit das Fach irgendwas drin hat, nochmal zwei Flaschen Weißwein. Ich war gerade voll wie die Alkoholikerin. Ja. Und ganz oben dann habe ich einfach das leer ist, also bewusst leer gelassen. Und einfach, wo dann drüber, wo die Pfannkuchen sind und Schokolade und Pralinen und sowas. Und Kühlpacks, wenn man sich mal wehtut. Glaub mir, brauche ich öfter. Und das Fach, das ich leer gelassen habe, das habe ich aus einem guten Grund leer gelassen, weil wenn ich Teig mache und den über Nacht im Kühlschrank lassen will, brauche ich da viel Platz und deswegen habe ich da ein leeres Fach dafür. Für mich die Erkenntnis des Jahres war Anfang des Jahres, man kann jetzt in dem neuen Kühlschrank Sachen übereinander stapeln. Das war für mich total die neue Sache, weil in unserem alten Kühlschrank, der war ja so klein, dass man da froh sein konnte, wenn man überhaupt zwei Sachen nebeneinander stellen konnte. Und ja. Gut. Dann mein Eisfach. Mein Eisfach, wenn wir wieder wie beim vorherigen System anfangen, von unten nach oben. Ganz unten sind in der Tür Erbsen gerade. Dann drüber sind Bananen, Eisbananen. Möchtest du ein paar Eisbananen, Mama? Okay, da sind noch ein paar Eisbananen und Calippo-Eis. Kein Name-Dropping, nur ich liebe halt Calippo. Dann darüber ist Häagen-Dazs. Und daneben sind einige Hefewürfel, weil wenn man backt, braucht man Hefe. Dann habe ich hier meine so Butter. Darüber habe ich mehr Butter und so Kühlakkus. Ja, und dann können wir in die Fächer weitermachen. Also mein unterstes Fach ist voll mit Pizzateig. Dann drüber ist süßer Teig, selbstgemachte natürlich, die eingefroren sind. Dann haben wir Eiswürfel. Dann habe ich drüber Tiefkühlpizzen, zwei Stück Kuchen, einmal nochmal Bananen. Und dann in dem Fach, das da drüber ist. Ja,
Also ich weiß, dass auf jeden Fall ein Käse drin ist. Ja, das sieht dann so aus. Es sieht unordentlich aus, aber ich habe eigentlich relativ wenig Überblick drüber. Ja, aber im Fach darüber habe ich dafür Überblick. Da habe ich dann Kuchen und Fertigessen. Ich habe so eine Tradition, einmal in der Woche habe ich Fertigessensdienstag, da esse ich ein Fertigessen und dafür ist der Kühlschrank immer gerüstet. Ja, auf jeden Fall so ist dann die Aufteilung meines Kühlschranks. Und was kann ich jetzt schon sagen? Also mal abgesehen von dem No Frost, verliere ich sehr schnell den Überblick, wie ihr gemerkt habt, weil es ist für mich noch ganz noch was Neues. Was? Groß. Ja, er ist einfach schlicht und ergreifend zu groß Wie teilweise. kommen wir jetzt dann? Einfach drüber steigen. Steigt drüber wie ein junger Bergsteiger. Lauf an mir Okay. vorbei, ignoriere mich, ist alles Juppie. Ja, auf jeden Fall. Ja, er ist sehr groß und man verliert sich gern darin. Und vor allem, ich habe ständig so dieses, ach ja, da war ja noch ein Rest von. Ja, und auf der anderen Seite so ist es natürlich auch was Schönes, wenn man genug Platz hat, um immer wieder sich Sachen, die man gerne hat, zu holen und dann einfach auch kochtechnisch viel mehr ausprobieren zu können. Ja, das mache ich auch gerade. Also das habe ich jetzt im Sommer nicht machen können wegen Hitze, aber jetzt, wenn der Winter wieder kommt, werde ich wieder mehr kochen. Aber was kann ich so alles in allem sagen? Ich habe jetzt den Kühlschrank 6 Monate und mal abgesehen davon, dass ich beim Eisfach gar keinen Überblick habe. So wenn jetzt mal abgesehen, wenn ich diese Fotos jetzt habe, habe ich da echt null Überblick, was da drin ist. Vor allem in dem einen Fach drin. Aber sonst muss ich sagen, ich bin immer noch total happy mit diesem Kühlschrank und ich würde es wieder tun. Ja, das ist so jetzt mein Fazit. Es tut mir leid, falls es ein bisschen durcheinanderes Gelabere war, aber ja. Ich habe echt überlegt, wie der aufgeteilt ist und bin da nicht mehr drauf gekommen. Und dann habe ich mich da dran irgendwie auf. Also bin ich dran hängen geblieben. Und jetzt, ja. Gut, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr einen eigenen Kühlschrank habt. Und wenn ja, wie sortiert ihr den ein? Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an bell.regmatoutlook.com. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.